das Auge schläft, das ist der Geist mit einer Frage weckt. Das heißt, wir schauen nicht, wir sehen nicht, sondern wir gucken immer nur. Und erst wenn wir eine Frage stellen, dann sind wir in der Lage, unsere Augen auch zu benutzen. Was war Ihre Motivation hinter der Malschule? Ich kam nach Wetzlar mit Familie. Aus familiären Gründen sind wir hier gelandet. Und ich war arbeitslos. Wir kamen aus dem Ausland. Und ich war vorher 10 Jahre im Schuldienst, im hessischen Schuldienst. Das war sowieso schon mal was Besonderes, weil ich ja keine pädagogische Grundausbildung hatte, sondern nur Künstlerin war mit Studium. Und kam zurück aus dem Ausland und habe meine Stelle nicht wiederbekommen, wegen mangelnder Qualifikation, weil mir die Papiere des pädagogischen Studiums fehlten, obwohl ich vorher 10 Jahre unterrichtet habe. Sie haben jetzt quasi schon so von den Anfängen erzählt. Es scheint ja relativ schwierig gewesen zu sein. Wie haben Sie es dann am Ende geschafft, diese Malschule tatsächlich aufzubauen? Ja, also wir sind hier gelandet. Ich habe eine Ablehnung bekommen vom Regierungspräsidenten, habe also keine Schulstelle gekriegt. Mein Mann musste aber hierher. Und dann sah ich unten am Eselsberg, wo die Lahnbrücke über hier in die Altstadt kommt, am Eselsberg war an der Rückseite des alten Rathauses, klebte ein kleines Häuschen, schmal und hoch, ein Werkstatthäuschen. Unten waren so braune Holztore davor. Und in der ersten Etage mit einer ganz steilen Treppe nach oben war eine leerstehende Werkstatt. Und das habe ich entdeckt. Wir waren ganz kurz hier erst in Wetzlar. Das habe ich entdeckt. Und in diesem Moment kam mir die Idee, mich selbstständig zu machen und eine eigene Malschule aufzumachen. Ich habe die Räume gehörten der Stadt Wetzlar. Ich habe die mieten können für ganz wenig Geld, weil das ja eine Bruchbude war. Und habe dann anschließend Flyer gemacht und habe hinter die Scheibenwischer habe ich meine Flyer gesteckt und habe angefangen mit 36 Schülern. Das war also, und zwar ins erste Trimester zum Anfang Oktober vor 40 Jahren. Das hat sich so gehalten? Also ist es doch relativ schwer, trotzdem so eine Malschule von Grund auf aufzubauen. Das war schwierig und ich habe von Anfang an erste Malschule gesagt. Dann hat man mich belächelt, auch mein Mann hat gesagt, was soll denn das erste Malschule Wetzlar? Und es ist wirklich so gewesen. Es haben immer wieder andere versucht, Konkurrenz aufzubauen, also die zweite oder dritte Malschule in Wetzlar zu etablieren. Und es ist Gott sei Dank niemandem gelungen und ich bin heute noch da. Wann hatten Sie denn dieses Gefühl, dass Sie gesagt haben, jetzt läuft's, jetzt bin ich etabliert, jetzt funktioniert das hier? Sagen wir mal nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren war es so, dass ich eine Institution bereits war in Wetzlar. Und ich habe nur Kinder bei mir gehabt. Und dann wurden die Kurse immer mehr und ich musste Wartelisten anlegen. Und dann, ich habe ja alles alleine gemacht. Und dann sagte mein Sohn, der erwachsene Sohn, sagte, du musst expandieren. Das heißt, größere Räume, Angestellte. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin immer für mich geblieben und mache alles alleine. Weil auch der Unterricht, den ich vermitteln möchte, da möchte ich wissen, dass das geschieht, wie ich mir das vorstelle. Und das hat sich bewährt. Und das lief dann auch. Unterricht heißt ja auch immer Kontakt mit Menschen. Haben Sie da Kontakte irgendwie aufgebaut, die Sie bis heute noch gehalten haben? Klar. Ja, das ist ganz fantastisch. Ich habe tatsächlich Schüler, die bei mir mit 5 Jahren angefangen haben, die bei mir bis zum Abitur blieben, ihre Mappe bei mir gemacht haben für die Hochschule, die Hochschule besucht haben, die Hochschulabschluss gemacht haben und auf eine Schülerin, die auf internationaler Ebene rausgekommen ist. Kinder, die zu mir in die Malschule kommen, und zwar bevor sie in die Schule kommen, die kriegen allein schon Eltern, die ihre Kinder schicken. Dass Kinder Musikunterricht haben, kennen wir alle. Aber dass Geld ausgegeben wird und auch Zeit gespendet wird, dass Kinder in eine Malschule gehen, das ist ja schon was Spezielles. Und wenn die dann erstmal bei mir waren, dann kommt es den schönen Begriff, den Seelenfänger, gell? Den Seelenfischer. Gerade wenn ihr mich das fragt, es ist mir wirklich gelungen, Kinder so anzusprechen, dass sie nicht wieder aufhören konnten. Und wenn die dann erstmal, normalerweise sagt man so mit in der Pubertät mit 12, 13 hört das auf, das Interesse malen zu gehen.
Es waren einige da, wo das Interesse da erst gewachsen ist. Und das sind dann diejenigen, wo ich wirklich was ein Fundament legen konnte. Und die waren dann so interessiert, die machten ihre Schule und wollten dann die Schule schmeißen. Da sage ich, Moment mal, du machst erst ein Abitur. Die wollten dann, wer weiß wohin, und haben sich beworben schon. Und ihr macht erst mal Abitur. Das war für mich immer ganz wichtig. Und dann eben Abitur und dann sich bewerben auf einer Hochschule. Und das war dann einfach ganz selbstverständlich für einige wenige. Und nicht nur in die Malerei, sagen wir mal, auf einer Akademie, sondern auch welche, die Kunst, eine ganze Reihe, die Kunstgeschichte studiert haben oder Kunsterzieher wurden, aber die bei mir eben über 5, 6, 8 Jahre oder 10 Jahre die Basis mitbekommen haben. Ich will mal einhaken. Sie haben ja eben erwähnt, dass es Menschen, also dass Sie mit vielen Menschen auch dann mal so in Konflikt geraten sind, Stichwort Abitur und sowas. Gab es denn da auch Geschichten, die Sie persönlich einfach sehr mitgenommen haben, an die Sie sich noch erinnern? Ja, eine Sache zum Beispiel, dass jemand in Düsseldorf auf der Akademie angenommen wurde. Also das ist ja schon mal was, da mit der Mappe hinzumarschieren und den Studienplatz zu bekommen. Und dann dort auch anfängt und dann nach einiger Zeit hinwirft. Es war eine junge Frau, die dann zu mir sagte, ach, ich möchte doch lieber BWL studieren, weil ich mir Prada-Täschchen kaufen möchte. Das war natürlich schon eine Ohrfeige, wenn man über viele Jahre hin jemanden aufgebaut hat und dann zurück ins alltägliche Leben, ja. Das ist schon schwierig, so etwas. Oder ein anderes Beispiel, ein junger Mann, der unbedingt Kunst studieren wollte, auch die Zulassung zur Hochschule bekommen hat und die Eltern darauf bestanden, dass er Medizin studiert, weil der Vater Mediziner war. Und dann hat er das Kunststudium geschmissen, hat mit Medizin angefangen, weil er ein Abitur dementsprechend hatte. Mit Medizin konnte er sofort anfangen und hat nach einiger Zeit, nach dem ersten Semester oder so, einen Hörsturz bekommen. Das heißt, er wurde taub und war im Medizinstudium. Und das muss man jetzt mal so sich durch den Kopf gehen lassen, was das heißt. Ein Hörsturz ist etwas, was wieder vergeht. Aber das war für ihn ganz deutlich, dass das Medizinstudium nicht das Richtige ist. Und dass er dann erst die Kraft hatte, gegen das Elternhaus zu rebellieren und dann doch Kunst zu studieren. Das sind schon Momente, ja, so etwas. Sie sind ja jetzt auch selber künstlerisch aktiv gewesen, beziehungsweise ja, immer noch aktiv, stimmt. Und wie ist das denn angekommen, so hier als Künstler in Wetzlar zu der Zeit aktiv zu sein? Also so, ja, das ist wirklich, das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Erstmal, was ganz interessant ist, solange ich intensiv im Unterricht war und auch bin immer noch, es hat ganz lange gedauert, ehe ich selber künstlerisch arbeiten konnte. Ich hatte immer den Eindruck, dass meine Kerze von zwei Seiten brennt. Das heißt, dass ich also mit der Malschule und mit dem Rausgeben und mit dem Unterrichten so viel Engagement brauchte, dass ich selber eine Leere gespürt habe und nicht künstlerisch tätig sein konnte. Und ich sage Ihnen, das war eine ganz schmerzliche Zeit. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als künstlerisch arbeiten zu können. Das heißt, etwas zu sagen zu haben. Es geht ja nicht darum, irgendein Bildchen zu malen. Und das hat lange gedauert. Und erst so in den letzten 15 Jahren erst, bin ich als Künstlerin bei mir selber angekommen und auch hier. Wie ist das denn passiert? Was war denn die Konsequenz, die Sie daraus gezogen haben, aus dieser Lehre? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich muss lernen. Ich muss noch mal wohin gehen, wo ich noch mal selber was bekomme. Und dann habe ich angefangen, auf verschiedenen Akademien und ganz besonders auf der Europäischen Kunstakademie in Trier, habe ich jedes Jahr mehrere Workshops belegt über mehrere Wochen. Das hat mich finanziell zwar an den Rand gebracht, weil das ja eine private Institution ist und meine ganze Freizeit auch in Anspruch genommen hat, aber da wurde ich noch mal zur Brust genommen. Ich war voll mit technischem Können, ich konnte alle Techniken, ich habe es ja dauernd unterrichtet, aber selber zum Bild zu kommen, da musste ich eigentlich von vorne anfangen. Und das war sehr schmerzlich als erwachsener Mensch, da nochmal
das zu beginnen. Und es war so notwendig. Die haben mir erst mal klar gemacht, wo ich stehe, dass ich im Grunde genommen zwar, die haben mir, nein, was haben sie gesagt? Hör auf mit deiner Schule, das brennt dich aus, du kannst so nicht weiterarbeiten. Ich kann ja mit der Schule nicht aufhören, das war meine Existenz oder ist meine Existenz. Und dann habe ich das aber durchgestanden und bin durch diese wirklich harte Schule nochmal dazu gekommen, dass ich Selbstvertrauen bekommen habe und etwas zu sagen habe als Künstlerin. Es geht ja darum, dass ich etwas auf die Fläche bekomme. Wie das da drauf kommt, weiß ich von vorne und von hinten und auswendig. Aber was kommt auf das Bild? Und das war ein ganz schmerzhafter Weg. Und das ist dann aber mit Ausstellungen, die ich machen konnte, auch hier im Kunstverein, ich bin ja Mitglied in verschiedenen Kunstvereinen, dass ich da eine Resonanz erfahren durfte, auch über die Presse, sodass ich das Gefühl habe, so jetzt kannst du, hast du was zu sagen. Gab es da eine Person oder einen Moment, der Sie ganz besonders inspiriert hat? Ja, ich hatte einen Dozenten in Trier. Ich kam dahin und habe recht flott so aus dem Handgelenk mein Können demonstriert. Das so, weil ich dachte, ich schlänze da mal was hin. Und dann kam ein Wort, das ich nie vergessen werde. Da nahm er mich beiseite. Es war ein junger Mann, der hätte mein Sohn sein können. Der nahm mich beiseite und guckte mich an und sagte zu mir, wann nimmst du endlich deine Pappnase ab? Das war ein Schock. Der hat also erkannt, dass ich außen vor bin irgendwo mit dem, was ich tue. Dass ich zwar so den doppelten Rittberger hinwerfe mit allen meinen technischen Finessen, aber dass dahinter, hinter der Pappnase noch was ist. Und dann hat er mich durch diesen Schock, hat er mich dazu gebracht, das war wirklich ein schweres Ereignis, dass ich also wirklich den anderen Schritt gegangen bin und ganz pur und sachlich bei mir geblieben bin. Was war denn Ihr Impulsfeld? Das Entscheidende, dass ich nach vorne treten sollte. Ich war Mitglied geworden im Kunstverein. Und wenn man im Kunstverein eintritt, kriegt man normalerweise eine Einzelausstellung. Und dann stand ich da. Ich war zwar aufgenommen, weil ich eine Mappe eingereicht hatte. Und dann hieß es plötzlich, ich soll einen Raum füllen. Und dann habe ich ganz schön Manschetten bekommen. Und dann aufgrund, das ist oft so, das kennt auch ihr Schüler, denn Schüler kennen das. Ich muss zu einem gewissen Termin was liefern. Und nicht ein Bild oder drei oder vier, sondern 30. Und das war ein Moment, wo ich plötzlich merkte, mein Gott, das wird ja ernst. Da habe ich ja schon ewige Zeiten unterrichtet. Ich fing ja an mit 21 Jahren zu unterrichten. Und plötzlich stand ich da und musste was abliefern. Und das war der Schritt, wo ich sagte, so, jetzt musst du was bringen. Wo holen Sie sich denn als Künstlerin Inspiration her für Ihre Bilder, für Ihre Ideen? Jetzt seit einigen Jahren arbeite ich mit der Kamera. Ich bin keine Fotografin, ich bin Malerin. Aber so wie ich mit der Kamera arbeite, ich benutze die Kamera und male damit Bilder. Die Kamera löst zwar aus und hat etwas, zeigt mir etwas, aber sie zeigt mir das Bild, das ich im Kopf hatte. Und das hat nichts mit Fotografie zu tun. Ich zeige einfach mal so ganz kurz durch, wie ich fotografiere. Das sind noch keine Kunstwerke. Ich war in Arnsburg, da war jetzt gerade eine Ausstellung vom OKB, Oberhessischer Künstlerbund, und ich war dort ein paar Stunden. Und da will ich mal zeigen, was ich mache. Das zum Beispiel ist das, was man eine Fotografie nennt. Diese Art von Fotografie sehen wir immer wieder. Das ist eine gute Fotografie, aber es ist nichts Neues. Es ist kein neuer Blick drauf. Jetzt will ich mal zeigen, was ich so mache. Das ist auch ein Foto. Das ist aufgenommen im Dormitorium. Und da kommt jetzt diese Leere dazu, die nichts bedeutet. Und diese Leere ist in meinen Bildern mir ganz wichtig, weil das einen Raum bringt, der nicht abbildet. Ich möchte in meinen Bildern nicht mehr abbilden, sondern ich möchte Bilder haben, die nichts mit dem Abbild zu tun haben. Und das sind Fotos, die ich jetzt da im Dormitorium aufgenommen habe.
Das ist gar nicht so einfach, weil das ja ein Innenraum ist, den ich da fotografiert habe. Aber ich will ein Bild haben, dass eine neue Bildidee entsteht. Die sind also noch nicht bearbeitet, jetzt diese Sachen. Es ist einfach mal so, wie ich das jetzt hier. Auch das zum Beispiel ist ein Foto, das ich im Dormitorium während der Ausstellung aufgenommen habe. Ja, was ist das? Das ist eine Bühnenlandschaft wie für den Lohengrin oder irgendetwas. Und solche Fotos mache ich. Das ist also keine Fotografie mehr im herkömmlichen Sinne. Hier sowas. Da bin ich sehr glücklich, dass ich das gefunden habe. Das würde ich auch groß ausdrucken, sagen wir mal einen Meter auf 50 nachher. Das ist ein Bild, da steht man davor und ist in einer fremden Welt. Und es gibt keine Erklärung dafür, wo das ist und was das ist. Und es ist ganz schlicht nur Fotografie. Das ist wieder herkömmlich, das ist nichts Besonderes, das ist eine Kollegin. Auch das ist ein Foto, sieht aus wie im Ozean irgendwo. Und in dem Moment, wenn die sogenannte Realität reinkommt, ist der Bruch wieder da. Das heißt, hier ist ein Abbild. Das ist zwar eine Nische in der Wand, die schräg aufgenommen ist, aber es ist ein Abbild und so will ich es nicht. Das ist dieses Ding hier. Aber das ist schon wieder was anderes. Da bin ich plötzlich irgendwo am Eismeer. Mit einem Felsen drin, was habe ich da fotografiert? Das ist so mein Darling jetzt gerade mal. Das habe ich jetzt gerade bestellt, 50 mal im Meter. Dieses Bild, das hat so was fast Transzendentes. Und das ist das, was ich anstrebe und wo mein Weg hingeht. Musik